Rosit 2017 hieß es am 31. Dezember am Hauptplatz in Kapfenberg. Hunderte Besucher ließen es sich nicht nehmen, den Jahreswechsel mit Freunden zu feiern. Und daher füllte sich bereits ab 22.30 Uhr der Hauptplatz. Aber welcher Glücksbringer soll 2017 wirklich das erwartete Glück bringen? Sicherlich ist das Schwein mit einer bestimmten Symbolkraft versehen. Es sind die Kleeblätter natürlich auch, von denen redet man das ganze Jahr über. Wenn man einen vierblättigen Klee findet, freut man sich, glaubt auch an das Glück. Und, aber es gibt Symbole wie den Rauffangkehrer und andere Dinge noch, die durchaus bei den Menschen, hätte ich gesagt, eine gewisse Rolle spielen. Aber ich denke mir, es hat eine symbolische Wirkung, jemand etwas in die Hand zu drücken und zu sagen, ich wünsche dir viel Glück. Auch die eisigen Temperaturen von minus 9 Grad trugen dazu bei, dass erstmal der Körper auf Feiertemperatur gebracht werden musste, um dann pünktlich zu Mitternacht gut in das neue Jahr zu starten. Ich wünsche allen Zuseherinnen und Zusehern ein glückliches, ein gesundes Jahr 2017. Mögen Werte wie Freude und Miteinander wieder die Oberhand nehmen gegenüber Hass, Wut und gegeneinander. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft und für unser Zusammenleben. Der lange sehnte Augenblick war gekommen. Pünktlich um Mitternacht startete das pompöse Feuerwerk und bringt allen hoffentlich ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2017.